Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video Upcycling. Ich habe irgendwie so viel aufgeräumt vor Weihnachten und habe gedacht, hier muss jetzt alles perfekt passen und ich habe auch die vielen, vielen neuen Gefäße und die tollen Sachen für Weihnachten unterbringen müssen. Und dann kommen dann natürlich wieder so ein paar Stücke unter, wo man sagt, ich würde eigentlich gern was damit machen. Ist natürlich schon schön rostig innen und so und wo man denkt, ja, ich würde es gern hübsch machen und da sucht man immer nach Ideen und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Video Upcycling und wie ich diesen Eimer schön mache, wie ich den weihnachtlich mache und wie ich den bepflanze. Und die Idee ist mir irgendwie heute Morgen im Bad gekommen und ich musste das irgendwie heute gleich umsetzen. Ja, dazu braucht man natürlich irgendwie einen Eimer und dieser Eimer sollte auch Löcher haben. Aber ach, ich glaube, bevor wir anfangen mit dem ganzen Video, wollte ich noch mal sagen, ich habe so tolle Weihnachtsvideos gemacht und Amaryllis ist ja jetzt ein Riesenthema. Ich habe eine tolle Amaryllis ausdekoriert mit Rinden. Ja, Amaryllis im Topf, wie man die so richtig schick macht. Da mache ich nochmal den Videolink rein. Ich habe aus Zapfen ein Zapfenböckchen, ja, was dann also so schön mit den Anissternchen, mit den Zimtstangen, was so wunderschön dekoriert ist. Da mache ich euch nochmal die Videolinks rein, weil das sind alles also tolle Weihnachtsdekorationen, tolle Geschenkideen. Und jeder, der Natur liebt und der solche ja, natürlichen Arbeiten mag, ich glaube, der hat da echt Freude daran. Und also da mache ich euch die Links rein. Ja, und dann bin ich also, wie gesagt, als nächstes heute so auf meinen Eimer gestoßen, wo ich gesagt habe, ich kann den überhaupt nicht einsortieren. Und da irgendwie, naja, das ist auf jeden Fall nichts mehr, was ich gebrauchen kann. Und dann habe ich diesen Eimer beschlossen, dass der heute im Video immer hübsch gemacht wurden, dass der Karriere macht als Weihnachtseimer. Ja, aber als erstes, der hat natürlich keine Löcher. Ich mache auch den Ton gleich ein bisschen leiser dazu. Ich nehme meistens sogar die Bratschere und da gehe ich einfach her und mache dann ganz brutal so ein paar Löcher. Das ist also sehr effektiv. Ja, ich habe da jetzt einfach die Löcher reingehauen und damit kann das Wasser abfließen. Das ist super. Und ich habe jetzt natürlich relativ viel Platz hier unten in dem Eimer. So viel Platz brauche ich eigentlich gar nicht für die Pflanzen. Das heißt, ich kann da noch ein bisschen Luftpolsterfolie auffüllen. Obwohl, naja, wenn die irgendwo mit Wurzeln... Nee, ich mach's bis ganz unten, weil das Bäumchen, das wurzelt auch gern. Ich lege einen Vlies, ein Stück Drainagevlies, also wasserdurchlässig, aber so, dass eben die Erde nicht unten gleich raussuppt. Ja. Das lege ich hier rein in den Eimer, bevor ich hergehe und meine Erde reinmache. Ich habe mir hier also schon meinen Erdeimer hergestellt und hoffentlich reicht mir die auch, aber naja, es könnte knapp werden. Geht gerade so. So, und dann gehe ich auch hier und hole meine Pflanzen. Mach die Pflanzen raus. Wenn die nicht raus wollen, dann kann man die immer ganz gut legen oder eben diese Wurzeln hier ein bisschen abknibbeln. Ja. Und bei Pflanzen ist ja eh, also vor dem Pflanzen auf jeden Fall nochmal tauchen. Das ist jetzt richtig gut gewässert, das Bäumchen. Also vor dem Pflanzen nochmal tauchen auf jeden Fall, dass die gut versorgt sind. Und mir reicht die Erde nicht, ich muss tatsächlich nochmal in den Keller. Ich glaube, genau, das passt natürlich zum Video, aber das ist zu wenig Erde. Ihr Lieben, ich muss nochmal im Keller verschwinden, muss mich nochmal ausstaffieren mit genügend Erde und ich bin gleich wieder da. Sorry. So, Gefahr gebannt, also es ist jetzt genug Erde da. Trotz vieler Vorbereitungen übersieht man doch manches leider. Bei der winterharten Heide, also ich habe die extra gewählt, weil die, weil man die so schön über den Winter eben, ja, wie gesagt, winterhart, da mache ich den Wurzelballen so ein bisschen auseinander und dann kann die besser einwurzeln in die Erde. Das ist immer sehr schön. Und ich habe also zweierlei Heide gewählt. Ich finde die, die ist sehr dekorativ. Und dann habe ich dieses Bäumchen genommen, weil ich mag es auch ganz gern, wenn was Hohes dabei ist. Ich finde immer Höhe, ja, mein alter Spruch, Höhe macht wertig. Und so, jetzt muss ich einfach noch die Lücken füllen hier. Und dann kann ich auch, wenn wir nachher ans Dekorieren gehen, kann ich auch die Handschuhe natürlich ausziehen. So, also Löcher hat das Gefäß, das Wasser kann abfließen. Das ist ganz wichtig. Und das Bäumchenbild ist also eine schöne
Höhe, die es bildet hier in der Arbeit. Und dann diese buschige Heide drunter, fand ich sehr, sehr hübsch. Und unter normalen Umständen hätte ich diesen Eimer eigentlich überhaupt nicht mehr bepflanzt. Und der steht auch schon, wie man ihn leider ansieht, steht auch schon relativ lange hier rum. Aber es macht nichts. Heute macht er zum einen Karriere im Video und wahrscheinlich macht er irgendwo anders noch Karriere, indem er in weihnachtlicher Gestalt eine Haustüre ziert oder irgendwie, ja. Also, jetzt habe ich das Ganze mal gepflanzt. Jetzt haben wir die Erde kommt weg. Und dann kann ich auch die Handschuhe ausziehen, weil ich wollte natürlich jetzt nicht mit dreckigen Händen den Pilz anfassen. Der nimmt natürlich der Filz nimmt den Dreck sofort auf. Der ist aber, was Filz natürlich ist, Filz ist extrem wetterbeständig. Das ist super, der hält Wind und Wetter und Regen aus. Und deswegen ist das Arbeiten mit Filz, die man für draußen macht, also mit Filz dekoriert, die sind richtig, richtig toll. Die kann man ganz toll allem aussetzen. Ich habe hier einen richtig schönen Birnbaumast, ja, mit diesen tollen Flechten. Ja, viele mögen ja Flechten nicht so. Flechten sind was ganz Tolles. Und den setze ich mal hier schon in die Lücke. Und ich lasse den Birnbaumast bewusst auch nicht weg von dem Bäumchen gucken. Ja, ich mache es mal so, dass ich so, sondern ich lasse den auch zu dem Bäumchen gucken, so dass es gestalterisch, wir sprechen in der Floristik davon, dass es zu dem Wuchsmittelpunkt läuft. Ja, das ist alles im Grunde genommen die Arbeit von der Gestaltung her so zusammenläuft in der Mitte. Das ist dann sehr, sehr schön. Ich habe noch mal so einen schönen, dicken, knauzeligen Ast mitgebracht. Also traumhaft, diese Äste. Und auch den anderen Ast lasse ich hier so reinlaufen, so dass es im Grunde genommen zu einem gedachten Mittelpunkt zusammenläuft. Ja, das ist immer sehr, sehr schön. Und das ist auch das, was wir von der Gestaltung her in der Floristik anstreben. Das zeigt dann natürlich auch, dass eine Harmonie in der Arbeit ist. Hier habe ich noch so einen tollen Zweig, den ich auch gern einbringen möchte in die Arbeit. Ich nehme einen Draht. Da nehme ich auch jetzt wirklich einen mindestens 10er Draht. Ja, also schon, das ist dann also 1 Millimeter. Ich werde auch manchmal gefragt, was das heißt. Und es ist auch egal, ob der grün oder schwarz geglüht ist. Ich habe jetzt einfach einen dicken Draht gesucht, nehme die Kombizange und drehe diesen Draht, drehe das ein bisschen fest und habe den Draht also jetzt wunderbar fixiert an meinem, Entschuldigung, habe den Ast mit dem Draht fixiert und dann kann ich auch diesen Ast hier noch vorne draufsetzen. Aber ich glaube, jetzt mache ich mal weiter erstmal mit meiner Deko, weil der alte Eimer soll ja verschwinden. Das war ja eigentlich der ursprüngliche Gedanke. So, die Töpfe tue ich auch mal weg. Und dass der verschwindet, fand ich das eigentlich sehr, sehr schön, wenn hier so ein zweifarbiger Filz da ist. Ja, hier sieht man auch, wie gern Filz dann die Fussel und alles aufnimmt. Die Frage ist natürlich, ob ich den hellen Filz oben oder unten mache. Kann ich jetzt mal, hatte ich mir noch nicht überlegt. Ich finde es schöner, wenn der dunkle unten ist und der hellere oben. Aber das kann natürlich jeder anders machen, jeder wie er will. Und mein Plan ist, wie du dir schon denken kannst, diesen alten Eimer mit dem Filz hübsch zu machen. Und dazu schneide ich den Filz jetzt von der Länge her zurecht. Mit dem Filz kann man herrlich arbeiten, auch wenn der Eimer konisch ist. Weil normalerweise ist immer mit Bändern und konisch zulaufenden Gefäßen ist immer blöd, weil man das natürlich das Band nicht so gut um die Arbeit drumherum bekommt. Ich würde auch empfehlen, an mehreren Stellen den Filz festzukleben. Dann hält er natürlich besser. Und hier habe ich von der Abmessung her so ein kleines Stück, das übereinander läuft. Da klebe ich den Filz auch aufeinander. So. Dann klebe ich nochmal die restliche Ecke fest. Und dann ist auch, so, dann ist schon mal der erste Teil, die Fäden weg. Sieht natürlich wieder aus wie Spinnweben. Dann ist schon mal der erste Teil verschwunden von meinem Filz. Ah ja, immer diese Heißklebefäden. So, und weiter geht es natürlich mit dem roséfarbenen. Der
Ah, wie das sieht schon viel besser aus, oder? Ja, die Naht mache ich nach hinten, wie bei den vorigen. Und fange hier hinten an. Mache ein bisschen Heißkleber an meinen Eimer dran. Und klebe den Filz ja so quasi übereinander. Drehe den Eimer immer ein bisschen dabei. Also das ist jetzt eigentlich eine total einfache Geschichte. Und es ist unglaublich, gell, was das schon so an Stimmung macht. Diese Farben der Pflanzen, die Zweige dazu. Ja, die Zweige, es ist diese Naturdeko mit diesen Flechtenzweigen, was für eine tolle Stimmung die schon in diesem Eimer macht. Und ich habe mir zuvor, also ich habe es noch nie, ich habe diese Arbeit noch nicht gemacht. Ja, ich habe mir immer so einen Plan und denke, ach, das wäre schön fürs Video. Und dann mache ich sowas mal und gucke dann einfach, was so dabei rauskommt. Und habe dann also wirklich auch selber meinen Spaß dabei. So, meine Schere ist jetzt, hier ist sie, genau, ich nehme die so lange. Okay. Und guck dann einfach, was so dabei rauskommt. Und ja, es gibt einfach so, also Filzdrähte, Filzdocht, ja, auch dieser dünne Filzdocht. Da gibt es so tolle Materialien, die einfach schön sind und mit denen man so schöne Deko machen kann. Und ich stelle meinen Filz mal hier hinten hin. Ja, das, aber da haben wir jetzt also eine ganz tolle Basis. Jetzt kommt natürlich noch das Thema weihnachtlich. Ich habe hier auch noch einen Draht. Was mir nicht gefällt, ist, wenn man den Draht sieht. Das heißt also, wenn man den Draht nicht sehen will, dann kann man Moos nehmen. Ja, ein bisschen schönes grünes Moos. Und klebt es über die Drahtstelle. Und keiner sieht, dass hier gedrahtet wurde. Ist alles perfekt. Und was mir in dem Eimer natürlich noch fehlt, das ist ja eine weihnachtliche Arbeit. Ich habe einen Zapfen angedrahtet, auch wieder mit meinem schönen festen Draht. Und dadurch, dass ich den angedrahtet habe, kann ich den hier so reinstecken. Und für das weihnachtliche Element finde ich also so eine rosa Kugel auch als Wiederholung zum rosa Filz. Ich sage immer, man sagt immer in der Floristik Verbindung schaffen. Und Verbindung heißt, dass die Farben wiederkehren. Und das ist dann eine Farbharmonie für das Auge. Und die Kugel, die klebe ich hier einfach rein. Ja, eigentlich ist das jetzt schon ganz schön, das Ganze. Optional könnte man noch hier einen zweiten Zapfen, mal gucken, noch einen Zapfen rein. Ja, ja, es wird immer schöner, oder? Ja, okay. Und ich würde gern diesen Topf oder diesen Übergang, den möchte ich eigentlich gern nochmal dekorieren. Und Upcycling ist ja das Thema von meinem Video. Ich habe hier sowas, das hat bestimmt jeder hier, so einen tollen Resteeimer. Und man denkt immer, was können wir mal davon nehmen? Ich habe da mal geguckt, habe gedacht, ach, das könnte man schön nehmen. Ja, das ist, passt ja auch sehr gut dazu. Dann habe ich natürlich hier noch so eine Naturschnur, ja, die auch sehr gut ins Thema passt. Ich hab vorhin auch jetzt gar nicht so rumgeguckt. Ist mir nur so eingefallen, dass hier so gewisse Sachen gibt, aus denen ich eigentlich sehr, sehr gern wieder mal was Schönes machen würde. Und ja, und dann kann man einfach so ein bisschen wühlen. Ja, ich habe auch Filz und was man mit dem Filz machen kann, was immer ganz toll ist, ist, ich nehme so einen kleinen Filzstreifen, einen schmalen. Also Filz lässt sich ganz toll tackern, kleben. Filz, also wir verwenden unglaublich viel Filz in der Floristik für unsere Dekos. Und gerade im Winter ist das so eine Verbindung, dass es so, ja, es ist draußen kalt und man will was Kuscheliges und was Schönes. Und dieser Filz, ja, den kann man jetzt, also das bleibt eigentlich jedem überlassen, wie er es schön findet. Ich finde es ganz schön, wenn das nicht ganz genau auf dem Übergang liegt. Da haben wir ja dann gleich noch andere Schnüre. Aber ich trick's auch jetzt, weil der Filz reicht natürlich nicht ganz außenrum. Aber ich nehme jetzt einfach den anderen Teil
und klebe den hier außen rum. Das sieht jetzt so aus, als ob ich einen ganzen, ja, einen Filz für die ganze Runde gehabt hätte, was ich natürlich nicht hat, aber das macht nichts. Mit Upcycling macht man ja aus Dingen schöne Sachen, die man sonst eigentlich gar nicht mehr so toll gebrauchen hätte können. Und es geht auch, das ist ein schöner Zufall, es geht wirklich bis auf den letzten Zentimeter, passt also ganz genau, dass dieser dunkle Filz hier rumpasst. Das finde ich natürlich auch genial. Finde ich sehr, sehr, ja, sehr, sehr schön. Ich finde, dass das zu viel ist. Ich würde den dann doch weglassen, ja, weil es ist mir auch ein bisschen zu grell. Ich finde, wir haben jetzt so eine schöne, natürliche Farbharmonie. Er ist mir eigentlich zu grell. Deswegen lasse ich ihn doch weg. Und ich habe hier noch so natürliche Schnüre. Die haben auch noch ein paar Knoten drin, ja. Ist also so richtig, wie man es eigentlich, ja, wie man es also echt aus der Restekiste gemacht hat. Ich verwurschtel die jetzt mal mit ein bisschen miteinander und so leg auch die Schnüre hier um die Arbeit rum und verknote die nicht zu fest, dass die ganz lässig runterfallen. Und auch schön, dass es zweierlei Schnüre sind. Ja, es ist eine hellere, eine dunklere Schnur und dann und auch so ganz locker, so wie zufällig verschlungen. Und als kleines i-Tüpfelchen habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich gern einen Kokosstern noch drauf fixieren würde. Da finde ich jetzt die glatte Seite nicht so schön wie die raue. Passend dazu, dass es so eine natürliche Arbeit ist. Da habe ich mir jetzt die raue Seite für außen ausgesucht. Die gefällt mir besser. Ja, immer ein paar Sekunden festhalten. So, der Eimer ist jetzt total schön. Also optional hatte ich noch so eine Schnur. Die kann man auch ein paar Mal drum rumwickeln. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Lassen wir auch weg. Und aber ich würde jetzt so mit den Spielereien eigentlich aufhören. Ich habe noch überlegt, ob ich Buchecker noch andrahte und drumrum führe. Ja, ist auch noch so eine Option. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So ein paar. Nee, ich finde, es nimmt dem Ganzen an Wirkung. Also auch nicht zu viel. Und ich finde diesen Eimer jetzt, kein Mensch sieht mir eigentlich, was das mal für ein oller alter Eimer war. Der ist jetzt echt richtig geadelt worden. Und das Einzige, was mir jetzt total gefallen würde noch, ist auch schön in diesem Rosé weihnachtlich, wenn der in den Abendstunden noch so einen schönen festlichen Glanz bekommen würde. Und viele von euch kennen ja meine schönen Lichterketten mit Schnur. Ja, das ist diese Jute-Schnur. Und auch die ist natürlich sehr natürlich, weil es nicht nur Draht ist. Die versende ich auch. Ich schreibe nochmal in die Beschreibung rein. Die kann man bei mir also kaufen. Ich versende die mit Warensendung. Und mit Warensendung für 2,20 Euro Porto. Und die kosten jeweils 9,50 Euro. Aber könnt ihr dann nochmal nachlesen. Ich habe die auch bekommen mit Mühe. Aber ich habe sie bekommen und ich war total happy darüber. Und dieses kleine Kästchen mit Batterien, das kann man ja auch hier hinten reinlegen und verstecken. Und ich würde diese Lichterkette jetzt mal, ich glaube, ich mache jetzt mal das Licht aus, dass wir mehr Wirkung haben. Und dann so richtig im Dunkeln ist es natürlich dann noch schöner. Und da lege ich jetzt mal diese Lichterkette um meine Arbeit drumherum. Wow, und jetzt kommt natürlich die weihnachtliche Komponente. Das ist jetzt echt irre, weil die Lichterkette ist 2 Meter lang und die gibt dem Ganzen jetzt natürlich nochmal die mega, mega romantische Stimmung und einfach ganz lässig reingelegt. Braucht man nicht fixieren, kann man auch mal hier dazwischen noch durchlegen. Ja, also braucht man echt nicht viel machen. Die Lichterkette ist mit Timer übrigens. Das ist ein Timer, dass die, wenn man das, also 6 Stunden an, 18 Stunden aus. Das heißt, man kann die um 17 Uhr anmachen und die geht dann immer um 23 Uhr aus. Und man braucht es also nicht von Hand ausschalten. Ich habe das auch im Winter und an Weihnachten in einigen Pflanzen drin. Ich habe es auch bei anderen Arbeiten. Ich find's malerisch. Gefällt mir total gut. Ja, das war meine Upcycling-Idee zu unserem alten Eimer. Ich habe noch einen. Ich werde das gleiche mit ihm machen, weil ich finde ihn so auf diese Art und Weise gestaltet, total schön. Und ich bin mir sicher,
Du hast bestimmt auch alte Gefäße zu Hause, von denen du sagst, boah, sowas würde ich auch gern machen und daraus einfach so eine tolle Arbeit machen. Das, ja, ich denke, das ist eine Arbeit, die man auch relativ leicht nachmachen kann. Und dann schau mal beim Spazierengehen nach schönen Flechtenzweigen, ob es irgendwas gibt. Oft liegt es sogar rum und bricht ab, aber ein bisschen aufpassen, man darf es natürlich nicht überall. Ansonsten gibt es natürlich beim Floristen zu kaufen, auch bestimmt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Upcyclen von deinen Gefäßen, beim Aufräumen im Kämmerchen und beim Nachmachen. Und sag für heute Tschüss. Ich freue mich auf alle eure Kommentare und freue mich auch, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Tschüss. Thank you.